Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir auf Ein Tag in XXL Blase Überleben von Hey Moritz. Und ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Abo habe ich schon da gelassen. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. Heute haben wir mal wieder eine 24-Stunden-Challenge vor uns. Und zwar 24 Stunden im Auto, aber mit einem Twist. Denn das Auto wird in einer riesigen Blase gefangen sein. Und wir auch in der Blase gefangen sein. Ich habe keine Ahnung, ob wir überleben werden. Lea, so die motiviert dabei zu sein. Wie hype bist du von 1 bis 10 heute wieder 24 Stunden irgendwo eingesperrt zu sein? Null. Eine Frage. Wo gehen die da auf Toilette? Wo gehen die auf Toilette? Das ist wirklich eine Frage, die man respektieren sollte. Wo gehen die auf Toilette in so einer Blase? Vielleicht wird sich die Frage ja später nochmal beantworten. Ich würde sagen, wir schauen weiter. Let's go! Mein Auto sieht ja gerade richtig scheiße aus, guckt euch an. Sieht aus wie so eine Kuh oder so. Mega scheiße. Aber mein Auto wird vielleicht gar nicht in der Blase sein müssen. Ja, geht da auf den Link, falls ihr wissen wollt, warum das Auto aussieht wie eine Kuh. Ich weiß es schon. Lol. Da wird Leas Auto eingesperrt in der Blase. Ja, das Auto sieht voll komisch aus. Wo sind da die Lichter? Okay, die sind, glaube ich, hier. Aber trotzdem, am Anfang fragt man sich, wo sind hier die Lichter? Oder meins? Meins geht nicht in die Blase. Und das wäre ein Messerschein mit einem einfachen Schnick, Schnack, Schnuck. Du musst gar nicht streiten, sonst geht's nicht. Schnack, hallo. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Oh mein Gott. Nein. Mein Auto wird also reingehen. Boah, ey. Ihr wisst gar nicht, was das bedeutet, dass das Auto drin ist. Hey, es ist sehr windig gerade. Mir. Also ich glaube... Ich weiß es aber nicht, so eine Blase, weiß ich nicht, wie gut das aushält, so ein Leiter. Weil wenn die Blase platzt, ist das ganze Auto hin. Kalt. Es ist so warm hier, so warm, Sommer. Digga, der hat heute richtig an der Essertrenne. Der Postbote kommt, der Postbote kommt. Dann haben wir versucht, die Blase aufzubauen, das war schwerer als gedacht. Nee, hat mir sehr gut geholfen. Mit mehr Motivation! Los! Genau, ich frage mich auch gerade, was soll ich dazu kommentieren? Das Auto muss dann auf die Blase platziert werden und es fehlt nur noch ein Schritt. Jetzt würde ich sagen, wie das Kondom übergestülpt. Ah! Okay, okay. Hier ist noch ein bisschen glitzrig. Achso, da hinten knittert's? Oh ja. Ach, da hinten perfekt, dass es sonst fast gar nicht knittert. Dann haben wir versucht, die Blase aufzublasen und Lea war das Testobjekt. Hoffentlich erstickst du dich. Geh rein. Wie fühlt sich das an? Nee, ja, vorher dachten wir, drehen heute ein lustiges Video im Hallenbad. Hallen wir dann abgebracht, ja. Ne? Ich krieg die Pumpe nicht anderthalb Stunden. Wie geht's dir? Die Luft ist längst viel hier drin. Ja, wir arbeiten dran. Wir mussten jetzt noch eine andere Pumpe holen, weil das Ding scheinbar kaputt ist. Perfekt, 900 Euro bezahlt, jetzt schon kaputt, geil. Oh, mir ist die Kamera auch beim letzten Dreh hingefallen. Ich weiß nicht, ob ich das einschneiden werde. Aber danach war die ganze Linse verkratzt. Aber zum Glück nur am Rand, da hat man, bemerkt man nicht, wenn man filmt. Das ist ja auch noch Ben. Lea, wie ist es da drin? Wie sieht's aus so von denen? Nein! Ja, ich würde sagen, jetzt werfen wir was auf Lea. Fangen wir mal harmlos an. Ich habe hier Leas Haarbürste gefunden. Ja. Das ist doch eine Pferdebürste. Das ist eine Pferdebürste, Digga. Wie ist da dran? Das ist so falsch an. Ey, wenn das jetzt nicht klappt, raste ich aus. Oh. Lea, das Auto komplett getroffen. Oh nein. Ja, Lea, lach. Na gut. Ja, weil sie das Ding erkannt hat. Ja. Wow! Oh, ja. Alter! Alles noch heile! Ey, das ist kaputt! Okay, wir gehen noch ein bisschen härter. Wir werden kurz eben das Wasser aufnehmen. Ja. Ja, ich glaube, solange das Plastik dicht ist, sollte da auch nichts passieren. Vielleicht unten, wenn da diese Ritze ist. Vielleicht kommt da was durch oder so. Aber keine Ahnung. Lea, bist du noch trocken? Ja! Sehr gut. Was jetzt bitte die Gießkanne? Bitte, schmeiß sie da hoch. Oh, nochmal den richtigen Ring, Ted. Mach aber. Alter! Was mich interessieren würde, was passiert, wenn man in diese Blase so irgendwie die so durchsticht? Was es da für einen krassen Knall gibt und ob das überhaupt einen Knall gibt, denn wenn es einen Knall gibt
Ob man da drin ist, ich weiß ja nicht. Oh mein Gott! Es hat geklappt! Es war der Schlüssel. Einfach 2017, okay. Oh nein! Das könnte kaputt gehen. Das könnte nicht. Ja, das macht's am Ende. Den Hammer machen wir ganz am Ende. Also da geht, glaube ich, eher dieses Ding kaputt, weil es ist aus Holz und wenn es da runterfällt, wer hätte es gedacht, geht's kaputt. Jetzt schwicht der Härtetest, wenn das aussieht, hält's alles aus. Was hat er da alle? Eine Leiter. Let's go! Und da es so gut geklappt, haben wir direkt noch eine runtergeworfen. Wow. Am Ende war das die gleiche. Hey Leute, es ist auf jeden Fall offiziell approved. Alter, ich hatte so Angst. Lea, ich komme jetzt zu dir. Und jetzt gehen die 24 Stunden. Ist irgendwas Scharfes gegen Knall? Los, wir gehen jetzt 24 Stunden diesem Ding hier sein. Oha, wie geil! Ja. Das ist schon stickig, ne? Schon stickig hier drin. Seitdem du drin bist. Leute, wir machen uns jetzt hier ein bisschen gemütlich, ne? 24 Stunden in der Autoblase. Bevor es weitergeht, noch ein fettes Helgam-Update. Wir sind nämlich jetzt bei K&K. Kauft euch Helgam. Videos reinkommen, werden es kennen. Powermarkt und richtig krank Edeka. Helgam breitet sich weiter aus, wir übernehmen alles. Rett die Lane ein, Leute. Ja, Helgam ist das beste Kaugummi, was ich jemals gegessen habe. Ohne Werbung. Also es ist wirklich sehr gut. Also kauft es euch. Auch wenn es bei uns in der Gegend tatsächlich nicht so viele Märkte gibt, die es anbieten, aber ich bin an welche gekommen. Let's go. Helgam ist dort verfügbar. Alle Sorten. Abfahrt. Alter, stell mal vor, ich würde jetzt losfahren. Soll ich mal losfahren? Nein! Wir werden das erstmal ein bisschen chillen, aber ganz entspannt. Drei wichtige Übungen für jeden Morgen. Das ist doch schön, das brauchen wir morgen. Da gucken wir doch rein. Da kann man YouTube schauen. In einem Auto. Also, auf dem Vorderdisplay. Warum? Los, Lea, wir machen was ist das? Auch mit dem Kopf. Mit dem Kopf, gerne? Oh, ist das toll? Geh mal weiter. Das Beste, wie ich hier gesehen habe, wir wollen nur hochzukommen. Hallo. Wir sind jetzt offiziell alle in der Blase. Das sieht schon sehr, sehr cool aus irgendwie. Leute, wie geht's euch? Dann habe ich herausgefunden, dass alles in der Blase 100-mal lauter ist. Und ihr wisst ja, laut gleich lustig. Alter. Es ist mir noch nicht gemütlich genug hier drin. Wir haben ja noch so einen kleinen Außenbereich, den machen wir noch ein bisschen besser. Jetzt habe ich schon eine geile Idee. Ich habe uns irgendwas Schönes besorgt hier uns beiden. Einen Rollladen. Ein Rollladen? Nee, es ist Rollrasen. Aber es hört sich an wie Rollladen. Lol. Leute, unser Garten steht. Es ist richtig geil. Es wird auch schon langsam richtig dunkel. Wir werden jetzt gleich unser Schlafgemach aufbauen. Es wird richtig entspannt, glaube ich, werden. Wir haben jemanden, eine Lieferung. Hola. Alles rein, bitte. Danke. Ciao. Okay, Freunde. Ich dachte, da kommt jetzt wirklich so ein komischer Pizzalieferant. Imagine, du bist Pizza-Lieferant und das ist die Adresse. Yeah. Der Abend kann losgehen. Wir haben hier schöne Snacks. Der wichtigste Snack fehlt natürlich noch. Oh, wie toll. Oh. Also ich finde es hier immer ziemlich geil. Wir haben ja mittlerweile auch schon Strom. Wir können unsere Handys hier laden. Es ist wirklich einfach nur geil. Bequem ist es auch. Ausblick haben wir auf die Vollidioten hier. Schön. Was ein toller Abend. Ein bisschen kalt ist es nur noch, ne, finde ich. Sollen wir die Klimaanlage anmachen? Eigentlich schlau. Nee. Ich habe da eine bessere Lösung als Klimaanlage. Na, das zeige ich gleich. Es geht schneller. Dann haben wir erstmal einen spannenden Abend, oder? Let's go. Zeitgefühl ist komplett weg, Mom bringt uns die ganze Snack. Was? Kann es sein, dass jedes Mal, wenn es kleiner wird, weil da muss ja irgendwie die Luft raus. Warum wird die manchmal kleiner und manchmal größer? Vielleicht um Luft reinzuholen und besser zu atmen können? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Leute, Zeitgefühl ist komplett weg, Mom bringt uns die ganze Snack. Im Zeitraffer. Du hast gehofft. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, Leute, was auch immer. Also, ich lasse euch jetzt alleine. Ich kann mal so entfahren lassen und dann gehen. Ja, also, gehst du jetzt?
Ja, ich würde jetzt rausgehen. Boah, das ist ganz alleine. Weil langsam werde ich auch echt müde und ich will auch echt in mein Bett. Oh. Adios, amigos. Ciao. So, Party Peoples, die sitzen da jetzt hin und haben sich beschwert, dass es gerade ein bisschen stinkt. Da habe ich doch eine ganz einfache Lösung. Ja, dann gucken wir mal ein bisschen Deo rein hier und spielen. Nicht nachmachen. Dieses Nicht-Nachmachen gibt einem erst die Idee, dass man es nachmachen könnte. Hä? Und warum sollte man sowas nicht machen? Okay. Ist jetzt vielleicht nicht so sicher, aber woher soll man auch so eine fette Blase herbekommen und Deo da reinsprühen? Woher? Ah, oh mein Gott! Ah. Oh mein Gott! Ah. Ich dachte, das stinkt bei euch so drin. Also, ein bisschen, ich habe euch da ein bisschen was Erfrischendes reingesprüht. Ist das nicht so gut? Wir werden trotzdem 24 Stunden aushalten! Trotzdem ein sehr spannendes Video. Nee, ist wirklich spannend. Ja, könnt ihr ja machen, aber... Ich melde mich dann gleich nochmal. Nein! Ciao! Was wird das, Moritz? Was? Was wird das? Ja, ist doch voll kalt hier, oder nicht? Ich würde ein kleines Lagerfeuer machen einfach. Moritz! Du kannst hier drin kein Feuer anmachen. Ja, Klimaanlage dauert ja viel zu lang. Moritz! Wir haben noch hier Lüfter und so. Ich hätte gedacht. Bist du dumm, Moritz? Nein! Feuerzeug müsst ihr ja auch noch. Was? Schon Moritz? Aber das ist nicht so aus dem Arm. Wir können das jetzt hier wohl ein bisschen... Moritz! Also ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich mein... Anrufen, dass sie auf jeden Fall ein Problem haben. Ach du Scheiße. Hä? Ja, wer hätte das gedacht? Aber deswegen sollte man das nicht nachmachen, was die da machen. Oh shit. Warte. Es kann vielleicht sein mit diesem Deo, dass das die Luft in Brand gesetzt hat. Kann das sein? Weil Deo macht ja die Luft in Brand. So, also wenn da Feuer ist. Was ist los? Junge! Hey, was geht ab? Zum Glück waren wir gerade nicht drin, ne? Was zum Teufel? Was habt ihr gemacht? Die Dachbahn haben wir angerufen. Ein bisschen Wärme haben da drin. Wir wollen ein bisschen Wärme haben, aber es ist nicht so ganz Spaß, sondern es ist natürlich nur ein bisschen Nebel, ne? Kleiner Prank hier an unserer Stelle hier. It's a prank! Okay, wer ist das? Jetzt haben wir auf jeden Fall richtig geilen Partynebel da drin. Das heißt, es wird Zeit für eine fette Party in dem Ding! Okay, Freunde, der Nebel verzieht langsam, aber sehr langsam. Was haben wir für eine Scheiße gemacht? Das war sehr dumm. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Bin auf jeden Fall extrem müde schon. Aber ich sage euch ehrlich, zu dritt, das wird ja nichts. Einer muss auf dem Boden schlafen. Schnick, schnack, schluck. Oh! Raus mit dir. Deine Hand, eine Scheibe. Was labert die, Alter? Schön, hier zu schlafen mit ganzen Nüssen und so, mega! Oh mein Gott, oh mein Gott! Wie niemand die Nüsse gegessen hat. Die armen Nüsse. Wie kann man so blöd sein? Oh yeah! So blöd ist das, weil da ist unser Schlafzimmer und hier ist unser Camp. Das ist wirklich so bescheuert. Von der Bequemlichkeit habe ich es mir irgendwie noch bequemer vorgestellt, muss ich sagen. Wer ist Germany's Next Topmodel? Der Mann schnarcht wie ein Schnarchhorn. Und wie rum das leer geht. Es ist nass hier. Es ist nass? Ja, kommt hier rein, guck. Oh nein. Das Wasser kommt rein, scheiße. Ja, wir haben es uns alles ein bisschen besser hier vorgestellt, aber... Ja, ja. Das geht dann ein bisschen runter. Lea schreit rum. Lea schreit draußen rum. Was geht hier? Was ist? Alter, was ist mit der Blase passiert? What the fuck? Geh raus, geh raus, geh raus. Alter, scheiße! Das ganze Ding ist auf uns zusammengeknallt. Was ist hier passiert? Alter, was ist hier passiert? Lea, wo bist du? Scheiße, hier ist alles zusammen... Oh Gott, hier ist alles zusammengefallen. Oh nein, das Gebläse ist nicht mehr drin. Alter, ist alles aufgerissen. Scheiße, warte kurz. Oh, hier ist alles nass. Ich dreh durch. Es stirbt ultra draußen, Digga. Es stirbt ultra. Alter, ich bin komplett nass, ne? Was eine Horrornacht. Für euch ist es eine Horrornacht. Doch die Giga-Idee, Leute. Das Lichtspektakel. Der Laufstärke kommt ja. Wow. Morgen, Leute. Ein ganz heiligen Tag. Es war wirklich eine tolle Nacht. Wir haben alles schon wieder eingebaut. Ich weiß schon nicht, wo ich meinen Zahnputz-Ding einfach runterschlucken. Also, wir stinken alle extrem. Und ich glaube, in dieser Blase ist auch wirklich ein richtiger Stinkblase, dass sie nicht. Wenn wir es gleich aufmachen, Alter, shit, so nach Scheiße stinken. Oh Gott, da kommen schon die ersten Leute zur Arbeit. Das war's von der Challenge. Schaut rein und ciao. Gute Nacht. That's just how it is. Okay, das war's mit dem Video.
Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Schaut auf Hey Moritz Kanal vorbei und kauft euch Heygam und lasst ein Like und ein Abo da auch auf meinem Kanal. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt. Okay, perfekt. Ich wiederhole mich auf jeden Fall. Ciao.